Für heute ist Frau Schwalm, sie ruft aus Marburg an. Guten Tag, Frau Schwalm. Einen schönen guten Morgen in Guten die Morgen. Runde. Also ich verurteile diesen Überfall Russlands auf die Ukraine und ich spreche auch der Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung natürlich nicht ab. Ich bin aber total gegen Waffenlieferungen, denn ich frage mich, was und wen wir mit der Lieferung schwerer Waffen eigentlich verteidigen. Vor kurzem war Blinken in Kiew. Was hat er gesagt? Die Ukraine könne gewinnen. Und hat dann hinzugefügt, wir können gewinnen. Da fallen dann doch die Ohren ab. Das heißt doch wohl, dass die USA, die NATO in der Ukraine gegen Russland kämpft, wie es schon ganz lange amerikanische Doktrin ist. Russland soll niedergerungen werden und das denke ich mir nicht aus. Das kann man überall in amerikanischen Dokumenten nachlesen. Ich möchte erinnern an das Papier »Das neue amerikanische Jahrhundert« von 1997. Da steht drin drei wichtige Sachen. Erstens, was für Amerika gut ist, ist gut für die Welt. Man glaubt es nicht, steht aber drin. Zweitens, diese Ziele sollen auch, wenn nötig, militärisch erreicht werden. Deswegen muss die USA immer deutlich mehr für Militär ausgeben als alle anderen Staaten. Und drittens wird darin erwähnt, dass die UNO und multilaterale Verpflichtungen überhaupt nicht zählen. Die USA will bestimmen. Und ich finde, das ist genau der Punkt. Und warum sind wir eigentlich so untertänig, diesen Kampf der USA, der NATO gegen Russland mitzumachen? Also ich finde, wir sollten da endlich mal aufstehen und sagen nein. Und natürlich braucht es einen Kompromissfrieden, der auch für Putin gesichtswahrend ist. Es kann nicht sein, dass eine Seite 100% verliert und die andere 100 gewinnt. Da ist der Samen für den nächsten Frieden, für den nächsten Krieg angelegt. Noch bitte einen Satz. Ja. Wenn ich mir die Abstimmung im Bundestag angucke, dann ist wirklich die einzige Partei, die Haltung hat, wenn es um Frieden und Abrüstung geht, ist die Linke. Und die anderen machen hier alle diesen Terror mit. Das ist unerträglich. In meinem ganzen Umfeld gibt es fast nur noch Angst und Verzweiflung, weil wir überhaupt nicht gehört werden. Wir wollen Frieden und Reform. Ja, jetzt müssen wir einen Punkt setzen. Vielen Dank, Ihr Punkt ist angekommen, Frau Schwalm. Da gebe ich natürlich, da werden wir beide nochmal zu Wort kommen lassen. Herr Schraps zuerst.